Moin Leute, Timex hier. Willkommen zur nächsten GTA-RP-Folge. Ich habe kein Zuhause, deswegen habe ich einfach vor dem Revier geschlafen, hier in dem Busch. Übel smart. Wenn euch das gefällt, einfach den Kanal abonnieren. Ich versuche der erfolgreichste Polizist auf dem ganzen Server zu werden, ganz Deutschlands. Mein RP ist shit, aber ich gebe mein Bestes. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit den Highlights. Und du bist jetzt im Dienst. Jetzt gibt's wieder richtig viel Kohle. Wer sind Sie denn? Ich bin Max Sancho. Ah, guten Tag. Moin. Funkcheck, hallo. Check. Höhe, das ist die falsche Karre. Was haben Sie da mitgebracht? Waffen. Alles gut, alles gut. Der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Entspannen Sie sich. Ja, das glaube ich auch. Nicht so schnell mit dem Kollegen hier. Können Sie mir helfen, die Tasche abzunehmen? Ja. Kommen Sie kurz. Ah. Jetzt habe ich's. Haben Sie richtig gut hinbekommen, sich eine Tasche auszuziehen. Was kommt als nächstes? Vielen Dank. Vergessen Sie das Hinsetzen. Habe ich noch nie gemacht. Ich denke, hier wird eine Flucht unternommen. Kurz. Wieso ist da gerade einer in die Bank reingelaufen? Ja, weil das ist einfach... Ach. Und da könnte jetzt jemand rauskommen mit einer Shotgun. Theoretisch schon. Wären wir darauf vorbereitet? Wenn sie eine Waffe haben, dann ja. Aber schnell genug? Ich nicht. Aber lass einfach nicht hier vorne stehen. Ja, lass ich stell mich einfach hinter sie. Wieso hinter mir? Oh ja, so an diese... Haben Sie einen Taser? Ich habe ein vollautomatisches Maschinenpistole. Ich teste einmal. Kit. Zack. Und zack. Ja, das ist gut, oder? Kalte Füße, die wollen nicht, dass wir hier stehen. Die sehen uns nämlich. Komm mal mit, ich habe eine Idee. Gehen Sie mal in Deckung. Jetzt gehen Sie zwei jetzt. Gehen Sie jetzt hinter das blaue Auto. Haben Sie das schon mal gemacht? Ich habe geschossen, aber ich habe noch nie sowas gemacht. Ich auch nicht. Hinterausgang abgesichert. Ich wollte gerade fragen. Glauben Sie, man kann mich hier sehen? Ich glaube schon Ihre Waffe oder so. Gehen Sie mal ein bisschen zurück. No way. Ja, das ist gut. Kann das sein, dass der Fahrer neben uns noch im Auto sitzt? Ja, das ist auch ein Fahrer bei mir. Mhm. Ist das sicher? Ich meine, wenn wir das Auto als Deckung benutzen? Ah, es könnte theoretisch sein, wenn wir schießen, dass der einfach wegfährt, ne? Richtig. Können Sie einmal den Fahrer bitte aus dem Auto holen? Geht ja nicht. Wir können ihn bedrohen, aber dann fährt er entweder weg oder... Oh, da ist was passiert! Oh, einer... Ein Kollege ist in dem Hintereingang reingelaufen. Und hat ihn festgenommen. Einer festgenommen? Was ist los? Ey, lass mich nicht los! Bin ich hier Schutzschild? Hallo, kann man mich noch hören? Wir dürfen nicht reden auf dem Boden, seien Sie leise. Bin ich jetzt als Einziger gestorben? Das ist Herrn Sancho, er wurde angeschossen. Herrn Sancho, nein! Nein, Herrn Sancho, es muss auch immer die Dummen treffen. Verdammt! Ja, wer spricht da gerade mit mir? Ich, der Verletzte. Ah ja, klar. Geht's eigentlich ganz gut, Mann. Ja, ich würde dich trotzdem einmal ins MRT hauen. Der ist abge... What? Wow. Das geht auf Ihre Kappe. Damit habe ich nichts zu tun. Dafür war ich überhaupt nicht zuständig. Sag mal... Gehst du den Sommer wieder ein? Hat er sich auf die Fresse gelegt wenigstens? Er ist tot. Dann ich will, dass der in den Knast kommt. Ich komme raus. Ne? Selbst wenn ich da jetzt im Feld operieren muss. Alter! Ja, dem hat's völlig zerlegt. Mit Einschusswunden aus dem Heli springen, also der Typ hat Eier. Warte mal kurz, ich guck mal ganz kurz, was ich tun kann. Oh Mann. Da, komm schon. Ja, ich glaube, der verliert ein bisschen Blut jetzt. Ja. So, ich würde ja gar nicht so drücken, der läuft gut aus. Der ist schon von da ganz oben aus dem 14. Stock runtergefallen, ne? Der Fallschirm hängt da noch, du. Okay. Scheiße, Mann, ey, mir tut alles weh. Gut, dann. Ah, hier ist Handstand, fliegen Sie mit nach Kaya oder Polizei? Wo fliegen wir genau hin? Zur Insel, Kaya. Zur Insel, richtig. Oder wollen Sie im PD raus? Nee, ich soll Sie zur Insel begleiten. Dafür bin ich ja extra mitgekommen. Sollen wir bei der Insel erledigen? Verletzte Person abholen. Richtig. Die Situation ist aber schon gesichert, ja? Hier kann jetzt nicht eine... Deswegen sind ja Sie dabei zum Schutz. Ach so, ja genau, richtig. Ich habe jetzt nur keine Waffe dabei und diesen Moment. Hallo, falls geben Sie mir Ihren Taser und ich helfe Ihnen. Ja. Herr Polizist, was machen Sie genau hier? Ich eskortiere den Sanitäter. Soll hier eine gefährliche Gegend sein? Ja, glaube ich gar nicht. Hier sind alle super friedlich. Ich weiß nicht, was kurze Frage, was sind das hier für Plantagen? Das ist Kartoffeln. Das sind Kartoffeln. Oh, okay. Ja. Wer hat hier die Verantwortung für die Gruppe hier? Von wem ist denn der Kollege Denosch? Denosch. Der Herr ist leider an Schussverletzungen verstorben. Den anderen Herrn Jungs, hier ist jemand an Schussverletzungen verstorben. Den anderen Herrn habe ich reanimiert, aber keine Ahnung, wo also, der jetzt auf, hin ist. Der Polizist ist zum Schutz des Medics hier, weil hier gefährliche Gegend alleine ist. Pass auf. Und der Medic sagt uns, dass da ein Typ tot liegt, der erschossen wurde und gerade ist aber selbst das halbe Kämmerchen hier in die Luft gegangen. Sancho an Zentrale, wir brauchen Unterstützung. Wo ist die Unterstützung benötigt?
Sanitäter, wo sind wir hier? Ist alles in Ordnung, Herr Kollege. Was sind hier gefunkt? Glauben Sie mir, Herr Polizist, das ist Insel. In Ordnung. Der Polizist Insel. Hat was durchgefunkt. Ja. Jungs, wir können das registrieren. Poppe die Waffe weg. Ich muss immer mal wieder meinen Standort durchgeben. Er musste es machen, sonst. Okay. Sonst hätten die einfach sowieso eine Einheit geschickt. Wenn er jetzt seinen Standort nicht gegeben hätte, wären Unterstützung gekommen. Ich würde sagen, mit Helikopter und mit brauche dringend Verstärkung. Nein, wir brauchen hier keine Verstärkung. Der Polizist, wir steigen wieder in unseren Hubschrauber und fliegen wieder zurück in die Stadt. Okay, aber was ist mit der Schussverletzung? Das müssten wir ja schon irgendwie klären jetzt. Ja, das war ein Kartoffeldieb, der wollte Kartoffeln klauen, der ist aber schon längst über alle Berge. Zeigen Sie mal bitte die Leiche, in die Richtung bitte, komm, folgen Sie mir bitte. Hände hoch. Irgendwas, dann stellen Sie. Medic kann gehen. Medic kann gehen. Bitte, ich muss ihn mitnehmen. Medic kann gehen. Zentrale Hilfe, ich werde bedroht! Weg, Jungs, Zündung. Du hast einen Panic-Button, den du unbedingt drücken kannst? Ja, wieso habe ich das in der Ausbildung nicht gelernt? Wieso wusste ich davon nichts? Das waren ganz schön viele, ne? Hilfe, ich wurde angeschossen! Okay, Sie wurden angeschossen? Ja. Gucken Sie auf den GPS. Wir sind hier auf Kayo, wo... Hier waren 30 Maskierte, super schwer bewaffnet. Ich wurde einfach niedergeschossen. Aber durch Glück habe ich überlebt. Ich habe mich so weit es geht selbst verarztet. Oder denken Sie, es wäre möglich für Sie, dass wir Sie mit dem Heli zum Krankenhaus fliegen? Da müssen Sie überhaupt ins Krankenhaus? Ich müsste nicht mehr ins Krankenhaus. Dann stehen Sie... Okay, dann... Können Sie alleine aufstehen oder sollen wir Ihnen helfen? Ja, nee, jetzt geht's auch schon wieder, danke. Naja, auf jeden Fall waren hier 30 maskierte, ultra gefährliche Leute und ich habe Verstärkung an die Zentrale gefunkt, aber dafür wurde ich angeschossen. Ja, wir haben schon zwei oder drei ausgeschaltet über uns. Ja, aber das reicht noch nicht. Oh, das sind die tatsächlich, wollen wir hinterherfliegen? Sind Sie schon mal Heli geflogen? Ja, klar. Haben Sie den Fallschirm? Brauch ich nicht. Doch, brauchen Sie. Ich habe keine Waffe dabei. Könnt ihr mir heute eine Waffe leihen? Oder doch, oder? Oder habe ich was? Okay. Oh ja, die schießen auf uns. Könnt ihr das bitte an die Zentrale funken? Ich bin gar nicht vorbereitet dafür. Okay, ist aber jetzt egal. Das war clever gelöst, weil eigentlich ist man tot und darf sich an nichts erinnern und wacht im Krankenhaus auf. Aber aufgrund meines Bugs war ich an der gleichen Stelle. Da musste ich mir eine Story ausdenken, dass ich die Schießerei überlebt habe. Smart gelöst, ohne Regelbruch. Sancho an Zentrale. Wie schwimmt man hoch? Hallo? Alles okay bei Ihnen? Bleiben Sie hier hinterm Stein. Die Leute sind mit Waffen vor uns auf der Insel. Oh Gott, ja. Ich treib ab irgendwie. Bleiben Sie hinter dem Stein. Die Herren zielen auf uns. Nee, aber die schießen auf uns. 20 Minuten warten jetzt? Ich hatte den Game Crash, dann kam ich wieder und wurde sofort erschossen. Genau genommen hatte ich 2 Game Crashes und ich wurde immer erschossen. Mahlzeit. Kollege, wer sind Sie? Ich kenne Sie gar nicht. Mein Name ist Max Sancho. Wie lautet Ihr Name? Mein Name ist Mast. Harry Mast ist mein Name. Sehr gut. Was machen Sie gerade? Ich habe hier den Herr Heeres. Vielleicht haben Sie mit ihm auch schon mal Bekanntschaft gemacht. Der ist hier jetzt noch ein bisschen drin. Ne? Oh ja, stimmt. Er ist ja maximal abgehoben, der Officer. Nur weil er blonde Haare hat, oder was? Hallo. Ja, moin. Warum sitzen Sie schon wieder ein? Ich habe leider den Herrn Hort erwischt, Digga. Hat er es überlebt? Er hat es noch gerade so überlebt. Mhm. Okay, dann noch eine schöne Haftzeit. Ich würde sagen, wir sehen uns auf den Straßen, oder? Das machen wir. Ja, dann verteile ich erstmal einen Arschbohrer, Digga. Wissen Sie, wo es zur Zentrale geht? Zu welcher Zentrale? Zum PD. Ja. Wie lautet Ihr Name? Herr Silas. Einmal bitte den Dienstausweis. Den Dienstausweis einmal bitte. Bitteschön. Haben Sie ihn bekommen? Noch nicht. Und jetzt? Nee. Nee, ich hab ihn gar nicht mit. Aha, kein Dienstausweis dabei. Ich muss ja auch erstmal in den Dienst eintreten. Haben Sie Ihren Personalausweis dabei? Ja. Okay, dann begleiten Sie mich mal bitte ins Revier. Zentrale, können Sie mich hören? Ja, positiv. Hat Herr James Silas einen Dienstausweis? Ist er bei uns gemeldet als Polizist? Was muss er befugt werden? Arbeitet er bei uns in der Polizei? Hat er einen Dienstausweis? Oder gibt er sich nur als Polizist aus? James Silas ist bei uns im Zentcomputer soweit nicht eingetragen und ich wüsste auch nicht, von einem James Silas, der dort arbeitet. Doch, einer arbeitet bei uns, er hat den Rang Meister. Treten Sie bitte aus dem Fahrzeug. Haben Sie gerade den Punkt gehört? Doch. Ja, aber der zweite meinte ja, hat Meister. Bombenwetter. Meister. Ja, fragen Sie Herr Toast. Wie lange meinten Sie, arbeiten Sie schon bei der Polizei? Seit dem 1. Ihnen ist schon klar, dass man nur einen
Funk reingehen kann, wenn man beim PD arbeitet. Weiß ich. Es war ein Test. Hallo, was machen Sie auf dem Polizeigelände? Das ist mein Polizeigelände tatsächlich hier, Herr Sandschaft. Michael Hort! Kommen Sie bitte von meinem Auto runter? Keine schlechte Karre. Spritztour? Kleine Spritztour gefährlich, ja. Ja, dann los. Was kostet so ein Auto? Eine halbe Million? Eine halbe Million? Ich hab schon 0,14 Millionen. 0,14? Millionen. Das hört sich sehr gut an. Dankeschön. Und was machen Sie nach dem Dienst? Ich spreche hier die Straßen. Über Rot auch? Ich bin noch im Dienst, ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann. Wo sieht man die Geschwindigkeit? Wo kann man die Geschwindigkeit sehen? Eieieiei, geht's Ihnen gut? Ja. Sie sind eine ganz schön verlorene Seele, Herr Sancho. Ja. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ja, diverse Male. Oder Sie sind ein verdammt guter Schauspieler. Oder so. Ist das richtig, dass das Auto so krass qualmt? Ja. Herr Hort, ich bin schon mal drin, bis gleich. Ich brauche einen Herrn Stahl, ich will einen Waffenschein machen. Abgelehnt. Warum? Nächstes Anliegen bitte. Was ist Ihr Anliegen? Ich brauche einen Waffenschein. Waffenscheinanfrage abgelehnt. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, was machen Sie denn da? Entschuldigung. Was ist das denn hier? Ich wollte mir nur einen Kaffee kaufen. Kann das sein, dass Sie sich auf dieser Weise versuchen, eine Münze für den Kaffeeautomaten zu ergattern? Korrekt. Ich gebe Ihnen die Münze für den Kaffeeautomaten, gar kein Problem. Ich Dankeschön. Gebe ich Ihnen gerne. Passen Sie auf, jetzt kriegen Sie gleich erstmal einen auf die Fresse. Entschuldigung. wie kaufen Sie sich immer einen Kaffee? Herr Sammel, komm, gehen Sie vor, gehen Sie vor. Nee, alles gut. Einfach das irgendwie in der Kanne oder was? Mit dem Eimer. Ich hab's gleich, der Kaffee ist gleich fertig. Was für ein Kaffee? Ich mach für uns alle Kaffee gerade. Achso. Ich meine, der Automat ist kaputt. Boah, zum Glück. Ja, aber so viel Kaffee, die sie ausgeschüttet haben, glaube ich das auch. Moment, gegen dritten hilft. Wurde doch langsam Zeit. Falsche Person. Oh, Achtung. Ja, so geht doch. Die Maschine funktioniert wunderbar. Das ist alles nur Bedienungsfehler, ja? So. Brauchen wir jetzt 10 Polizisten für einen Kaffee? Wunderbar, wunderbar. Oh ja. Wunderbar. Darf ich den ersten Kaffee haben, bitte? Die Maschine läuft weiter. Ich glaube, die ist echt kaputt. Ich habe bisher noch keinen Kaffee bekommen. Achso, dann so, brauch ganz dringend einen Kaffee für den Herrn. Kommen Sie bitte mit, Herr Hort. Was? Herr Young. Ja, Ping Shing Albeck. Herr Hort? Wo ist Herr Hort hin? Herr Sancho. Ey, was habt ihr das hat ja gut geklappt mit dem Treffen. Ja, probieren wir es nochmal. Okay. Lass uns beide in diese Richtung gehen. Ja, okay, machen wir. Mach dann mal einen okay. Kaffee für Sie, ne? Bis gleich. Also ich möchte wirklich nicht aufdringlich sein, aber ich. Ah, Herr Hort. Kommt das hier. Erwischt. Kommen Sie bitte mit. Ja, ich komm mal mit. Bevor wir den Dienst antreten, sollten wir als erstes etwas essen. Walker. Ja. Loser. Herr Hort, sind Sie da? Ich bin da. Wir sind gerade im Einsatz, da war ein Raser. Verfolgen Sie den. Passen Sie ein bisschen auf sich auf. Rechts. Verfolgungsjagd. Herr Sancho, dranbleiben. Bin dran. Geradeaus noch? Ja. Und oh, das Auto ist in der Luft. Das Auto ist in der Luft gewesen, komplett einmal. Kurz. Verloren. Sie können die Sirene ausmachen, Herr Sancho. Herr Sancho, Sie sind nicht der beste Fahrer, oder? Meistens schon. Möchten Sie auch nicht Blaulicht vielleicht anmachen? Machen Sie das an, ich habe keine Zeit dafür. Das geht nicht als Beifahrer. Oh! Herr Hort? Herr Hort, ich war nicht angeschnallt. Können Sie mir vom Dach runterhelfen? Sancho und Herrn Hort über Funk. Funkcheck. Herr Sancho, geht's Ihnen gut? Ja, alles gut, ich war nur nicht angeschnallt zwischenzeitlich, kurz mal. Könnten Sie sich einmal bitte anschnallen? Jetzt angeschnallt. Also, okay. Gesagt, Augenschmerzen haben Sie, okay? Also es sind einmal da ihr gesamtes. Herr Hort? Ich glaube, Sie haben hier komplett Zentrale, wir bräuchten einen Sanitäter. Hier haben Raser sind gewalttätig geworden und haben randaliert. So, am besten würde ich sagen, dass Sie beiden jetzt am besten wegfahren. Warum? Dürfen wir weg? Ja, Sie müssen bitte fahren. Dann schönen Abend noch. Gleichfalls.
Grüßen Sie Ihren Kollegen mal, falls er wieder aufsteht. Mach ich. Zentrale, die zwei Täter, die Herrn Hort niedergestreckt haben, sind nun auf der Flucht. In einem grünen Mercedes. Zwei Täter haben Herrn Hort niedergestreckt, nachdem wir in einer allgemeinen Verkehrskontrolle waren. Oh, bitte nicht gaffen, bitte gehen Sie. So, wo fahren wir hin? Ja, wo sind die hin? Sie haben es nicht mitbekommen, ja? Nee, was denn? Der eine hat auf einmal zugeschlagen, sie waren bewusstlos, dann habe ich sie vertreiben können, aber sie sind direkt geflüchtet. Verdammt. Ja, Anschnallen nicht vergessen. Das hat ganz gut gescheppert, muss ich sagen. Ja. Hoffentlich finden wir die nochmal wieder. Das wäre super. So, dichter geht nicht, sonst ist der Spiegel ab. Noch ein Stück. Ja, stopp. So, wunderschönen guten Abend. Ja. Wir hätten ganz gerne einmal drei... Was war denn das? Egal. Wir hätten ganz... Müssen wir uns drum kurz kümmern? Oh ja, da vorne an der Tankstelle. Lassen Sie uns einmal in der Tanke nachgucken. Hallo? Die sind alle tot. Können wir deren Ausweis kontrollieren? Ich guck einmal kurz rein. Bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Fahrradlos! Bitte, bitte! Fahren ohne Helm. So. Und Sie haben alles vergessen. Hallo, bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug. Zentral, ich werde entführt in meinem eigenen Polizeiwagen. An die Wand stellen. Gut, ich lege ihm mal Handschellen an. Wir hatten zweimal eine Verkehrskontrolle mit dem gleichen Herrn, der immer wieder rast und viel zu schnell fährt. Er hat uns zusätzlich gecrashed, von der Fahrbahn abgedrängt und war gewalttätig und hat mich dann am Ende mit meinem eigenen Auto entführt. Officer, bitte hören Sie. Sie scheinen wohl ordentlich Dreck am Stecken zu haben, der Herr. Nein, nein, bitte. Das mit dem Entführen, das tut mir leid. Ich habe ein bisschen was getrunken, okay? Das mit dem Entführen tut Ihnen leid. Das fällt Ihnen früh ein. Und Sie aber haben was getrunken? Aber das mit dem Fahren, Sie sind auf meine Fahrspur gefahren. Und deswegen klauen Sie ein Polizeiauto. Ich habe danach was getrunken. Entschuldigung. Hey. Entschuldigung. Schon wieder sind sie so. Das geht aber auch schnell. Wie kann man das beenden? Wie sie das beenden? Das möchten sie, glaube ich, nicht wissen. Heben Sie bitte mein Barett auf. Oh ja. Können Sie kurz kommen? Ja, ich muss kurz kommen. Die müssen kommen, Leute. Das will ich mir nicht angucken. Kommen Sie gerne da hinten, aber bitte nicht hier. Oh, Jungs, Digga. Ich schwör. Ey, seid so gut. Sie wollten was vorhin von mir. Ja, ich wollte nachfragen, wer... Das ist schon durch. Achso. Aber ich komm mit. Du bist nun nicht mehr im Dienst. Sehr gut. Heute pennen wir wieder im Büro. Streife 4 fährt den letzten Dispatch an. Okay, fertig für heute wieder. Teilweise viel weirder Scheiß passiert, aber es war auch wieder sehr geil.